Unser Opener bei der Kreole NRW 2015, außer Konkurrenz. Wir begrüßen aus Berlin das Simin Samawati Trio. Çeni ruhi ne kahmi dare
herzlichen Dank. Es ist eine große Freude für uns, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wir sind aus Berlin angereist und durften trotzdem auf die Bühne kommen und unsere Musik präsentieren. Und ich hoffe, dass es uns auch gelingt, den einen oder anderen zu begeistern und auch eine Freude zu machen mit unserer Musik und mit der persischen Lyrik. Das war gerade ein Gedicht aus dem 14. Jahrhundert von Hafez. Er schreibt: Chubishnavi suchane ahle dil magukechatost. Wenn du die Worte aus meinem Inneren hörst, dann sag nicht, dass sie falsch sind. Du bist nicht Kenner des Wortes und du kannst mein Herz nicht sehen. Und hier liegt der Fehler, mein Schatz. Wir bleiben noch in vergangener alter Zeit. Und zwar wandern wir sogar noch ein bisschen später ins 11. Jahrhundert. Rumi, ein ganz bekannter, toller Dichter. Am schönsten sind die Gedichte, wenn man sie in der Originalsprache versteht. Aber es geht nur ein bisschen verloren. Und auch die deutschen Übersetzungen geben auch immer noch ein schönes Gefühl mit und einen schönen Inhalt. Eins meiner Lieblingsgedichte, Asnay von der Ney-Flöte. Er schreibt: Bishnu Asnay chun hekor yad mikunat. Hör dir die Geschichte der Rohrflöte an, wie sie sich über die Trennung beklagt. Seitdem ich aus dem Röhricht herausgeschnitten wurde, bringen meine Melodien Mann und Frau zum Wein. Und ganz am Ende schreibt er meine Lieblingszeilen. Da sagt Rumi: Mag die Sprache manches erklären, Liebe ohne Sprache macht es klarer. Vishnu as nechun hekayet mikonat as judai ha shekayet mikonat as neistan tamara bopridet as nafira merdu zanalidet as nafira merdu Bishnu as nechun hekayet mikone as judai ha shekayet mikone as neistan tamara bopridet as nafira merdu zanalidet as nafira merdu
با لب دم ساز خود گر جفتمی همچون نی من گفتنی ها گفتمی هر که او از هم زبانی شد جدا بی زبان شد گرچه دارد صد نوا بی زبان شد گرچه دارد صد نوا رو رو ری 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 را 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 رو رو ری روی ری 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 La da da da, lu ru bi ri ri ya da ru ru ku ru bi ri 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 ya ru da da ya da 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 ya da 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 ya da 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 la ya ru 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 ri 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 ya ya. هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. Benedicciano. That's right. Dankeschön. Unser nächstes Stück heißt Dil Bastegi, verbundene Herzen, und ist eine Komposition von uns beiden. Ich übersetze den Text. Jetzt gehen wir in die Umgangssprache. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt einen Unterschied hören werden zu dem, was Sie jetzt bis jetzt gehört haben. Hier lautet der Text: Erwärmt von den Strahlen der Sonne, versunken in der Kraft der Stille. Verblasst sind Leid und Vergänglichkeit, nur Träume der Verbundenheit. Vergiss die Mauer, die uns trennt, und gedenke des Weges, der dich zu mir lenkt. Thank you.
Vielen Dank. Ich glaube, ein Stück dürfen wir noch spielen. Wir haben ja die Uhr nicht im Hintergrund, aber kommt sie nachher noch, die Uhr? Aber ich glaube, ein Stück dürfen... Ah, da ist sie. Super. Genau, das passt genau richtig. Wir verabschieden uns mit einem Stück von Furuch. Nee, das Stück ist zwar von mir, aber der Text ist von Furuch Farrukhzad, eine ganz tolle persische Dichterin. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, zu viel von ihr zu erzählen, aber es lohnt sich, sich mit ihr zu beschäftigen und ihre Lebensgeschichte mal in Erfahrung zu bringen. Ich erzähle nur einen ganz kleinen Teil ihrer Lebensgeschichte. Sie hat mit 16 geheiratet, hat mit 17 ihren Sohn zur Welt gebracht. Mit 19 hat sie sich schon scheiden lassen. Im Iran ist das so, wenn man sich scheiden lässt, geht das Sorgerecht immer automatisch an den Vater. Und in dem Fall hat der Vater ihr nicht mehr erlaubt, ihren Sohn jemals wiederzusehen. Sie ist sehr jung gestorben, aber sie hat ein paar Zeilen für ihn geschrieben, die mich so berührt haben, dass ich sie gerne vertonen wollte. Da schreibt sie: Wenn du diese meine Zeilen liest, dann wirst du wissen, dass dies deine Mutter war. Baroyeto, für dich. Musik.
شعر را برای تو میگویم در یه غروب تشنه تابستان در نیمه های این ره شما قاس در کهن گور این غم بی پایان بگذار تا دوباره شود لبریز چشمان من زدانه شد چشم تو با حسرت لغزد بر این ترانه دردآلود جویی مرا درون سخنهای گویی به خود که مادر من او Dankeschön.